Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einer neuen Parkvorstellung. Es gab schon mehrere von diesem Park und ihr seht es auch schon, der Movie Park Germany. Heute gehen wir aber zusammen vor Ort einmal komplett durch den Park und ziehen das Ganze mal etwas größer auf. Heißt, Leute, die viel erzählt haben wollen, sind jetzt genau richtig. Leute, die nur berieselt werden wollen von Bildern, sind genau falsch. Denn ich erzähle euch einiges, glaube ich, und wir machen auch ein paar Vergleiche zu früher und heute und gehen halt echt komplett den Park Stück für Stück durch und gucken uns alles gemeinsam an. Und der Movie Park Germany ist in Nordrhein-Westfalen und zwar in Bottrop-Kirchhellen, auch wenn die Bahnstation, die direkt hier vorne hält, Feldhausen heißt. Und im Jahre 1967 hat das Ganze quasi schon angefangen und zwar als Kirchhellener Märchenwald. Den kenne ich persönlich gar nicht, aber das ist so der Grundstein und der Ursprung des Ganzen. Nebenan ist übrigens auch noch ein zweiter kleiner Freizeitpark, Schloss Beck. Da gibt es auch eine Parkvorstellung zu hier auf dem Kanal, aber darum soll es gar nicht gehen. Und ja, 10 Jahre später, nachdem der Kirchhellener Märchenwald hier eröffnet hat, ist das Ganze zum Traumlandpark geworden. Und der Traumlandpark hat dann von 1977 bis 1991 hier bestanden. Auch den habe ich selber nicht kennengelernt. Also da war ich 3, als er geschlossen hat. Da bin ich noch nicht hier gewesen. Und 1992 hat hier ein anderer Freizeitpark aufgemacht, der dann 2 Jahre bestanden hat. Und zwar der Bavaria Filmpark. Und da geht es ja schon ein bisschen mehr in die Richtung von dem Park, der es heute hier ist. Und zwar wurde dann nämlich 1994 der Grundstein gelegt für die Warner Brothers Movie World. Und das ist ja auch noch der Begriff, den einige von euch oder die meisten von euch wahrscheinlich noch kennen oder im Hinterkopf haben und den Park, den einige kennen und einige auch hinterher trauern. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Klar sind ein paar tolle Lizenzen weg, aber wenn ihr da so scharf drauf seid, könnt ihr noch einen Warner Brothers Park in Madrid erleben, nicht so weit weg. Oder den Schwesterpark und die Vorlage und quasi fast die Kopie des ursprünglichen Warner Brothers hier in Deutschland. Und zwar an der Gold Coast in Australien. Oder letztes Jahr hat erst neu eröffnet die Warner Brothers World Abu Dhabi, ein kompletter Indoor-Park mit der Warner Brothers Lizenz. Zu dem Park in Madrid und zu den in Abu Dhabi gibt es auch Parkchecks hier auf dem Kanal. Findet ihr alles, vielleicht ist es auch in der Videobeschreibung oder in der Endcard, das weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, geht es ja auch jetzt um den Movie Park Germany bzw. die Warner Brothers World Germany. Deswegen ist auch dieses Germany noch mit dem Namen, weil es ja diese anderen Parks dazu auch gibt. Und nach der Grundsteinlegung 1994 gab es dann die Eröffnung im Jahre 1996. Man hat echt das Ding hier aus dem Boden gestampft. Dementsprechend ist auch die Qualität der Bausubstanz, was man heute teilweise noch hat und sukzessive immer weiter verbessert, renoviert und rethematisiert. Reden wir vielleicht auch im Einzelnen noch im Verlauf dieses Videos darüber. Und das ist nämlich auch das Dilemma, denn das Ganze war ja, wie gesagt, die Kopie und der Schwesterpark aus Australien und man hat für australische Wetterverhältnisse gebaut und geplant und gemacht und getan. Und das Ganze funktioniert mit deutschem Wetter und dem deutschen Winter nicht so ganz. Das ist halt das Problem, was teilweise heute noch besteht. Aber wie gesagt, auch sukzessive in den Griff bekommen wird. Da reden wir bei den einzelnen Attraktionen drüber. Auf jeden Fall gab es dann 1999 schon mal einen großen gravierenden Einschnitt hier in den Park und in das, was denn alles kommen wird. Nämlich 1999 hat Warner Brothers sich von sämtlichen Freizeitparks, die sie selbst betrieben haben, getrennt. Hat alle abgestoßen. Und die Parks hier wurden dann vom Premier Parks gekauft, die später dann in Six Flags aufgegangen sind. Und Six Flags war praktischerweise und zum Glück in den USA schon Lizenzinhaber für die Lizenzen, die es jetzt hier gegeben hat. Also wenn ihr heute noch in den Six Flags Park in den USA fahrt oder euch dazu eine Parkvorstellung hier auf dem Kanal anguckt, werdet ihr sehen, dass Six Flags Superman hat, Batman und die ganzen anderen Sachen, die ihr hier vermisst, mehr oder weniger. Aber 2004 kam dann der größte, gravierendste und katastrophalste Einschnitt und zwar 2004 Six Flags sämtliche Parks in Europa abgestoßen, alle an Star Parks verkauft. Dementsprechend sind aber alle Lizenzen weggebrochen über Nacht. Das hieß, man musste in einer Offseason, in diesen paar Wochen in der Offseason, sämtliche Attraktionen von den Lizenzen befreien, alles zurückbauen, was irgendwie lizenzmäßig ist und versuchen da irgendwie irgendwas draus zu machen, was wir
alle wissen, nicht so gut gelungen ist. Es war auch eine Zeit, da bin ich hier nicht mehr hingefahren. Dann gab es so eine Zeit, da bist du nur zu Halloween gekommen, da bist du irgendwann noch nicht mal mit zu Halloween hingekommen. Und der Park hat halt immer noch auch den Ruf, dass alles Kacke wäre von damals. Das Ganze hat sich aber gewandelt, was wir euch ja gleich zeigen werden. 2005 kam übrigens auch dann die Namensänderung von Warner Bros. Movie World in Movie Park Germany. 5 Jahre hielt das Ganze dann unter Star Parks und 2010 wurde der Park schon wieder verkauft und zwar an die zweitgrößte europäische Freizeitparkkette und zwar Parques Reunidos aus Madrid. Diese spanische Freizeitparkkette hat diverse Parks, nicht nur in Spanien, sondern auch in Norwegen, in Belgien und auch, wie gesagt, den Movie Park Germany. Die halten auch heute noch den Movie Park Germany, der auch inzwischen einer der wichtigsten Parks für die Kette ist. Und man musste der Kette, glaube ich, auch erstmal irgendwie klar machen, dass hier sehr viel Potenzial drinsteckt und das ganze Potenzial wird langsam Stück für Stück ausgeschöpft. Und das gucken wir uns jetzt wirklich an. Ich habe sehr viel geredet, ich habe es euch angekündigt, aber wir gehen jetzt rein, gucken uns das zusammen an. Was ich noch vorher dazu sagen kann, früher gab es hier drin auch Filmstudios, wo wirklich gedreht wurde. Diese Studios gibt es zwar noch, aber es sind keine Filmstudios mehr. Zum Beispiel ist in dem einen das Death Metal eine große Maze an Halloween, aber da reden wir später auch noch ein bisschen drüber. Das Hollywood Street Set ist der erste Themenbereich und ihr kommt durch den Eingang halt hier rein, direkt an den Brunnen, den ich halt sehr, sehr cool finde, weil es halt auch so filmparkmäßig und das Logo und du hast halt diesen Kreisel hier. Und wenn ihr reinkommt, das ist natürlich am Anfang taktisch nicht so schlau, die erste Attraktion direkt am Eingang zu machen. Und mehr am Eingang als hier gibt es, glaube ich, keine andere Attraktion in irgendeinem Freizeitpark. Und zwar haben wir, wenn ihr reinkommt, direkt die Area 51. Area 51 ist eine Attraktion, die dieses Jahr quasi neu aufgemacht hat und zwar ein komplettes Makeover erhalten hat. Ihr kennt die Attraktion vielleicht noch als Bermuda-Dreieck oder auch Alien Encounter Triangle. Und das Ganze hat jetzt eine neue Thematisierung bekommen. Es gibt ja immer die Gerüchte, dass die Area 51, dass da Aliens sind und die Regierung, die US-Regierung, da irgendwelche geheimen Projekte hat. Und das Ganze möchte man von der Area 51 aus halt widerlegen und lädt zum Tag der offenen Tür ein. Und am Tag der offenen Tür dürfen sämtliche Zivilisten die Area 51 besichtigen. Und das macht man, indem man die unterirdischen Minen, die unter der ganzen Airbase liegen, flutet und die Leute mit den Transportbooten für alles, was man transportieren muss, also keine Menschen, sondern einfach Güter, da durchfahren lässt. Dabei geht natürlich etwas schief, man biegt falsch ab, wie soll es auch anders sein in einem Freizeitpark und wir entdecken doch Aliens, so viel kann ich schon mal spoilern. Das Ganze ist eine Attraktion von Intermin und ein sogenannter Spillwater. Nicht so langweilig wie die meisten Spillwater, sondern halt es gibt erstmal einen Lift und den ersten Drop, dann gibt es einen großen Dark Ride Part. Und der hat einige Special Effects auch noch und anschließend gibt es sogar noch einen zweiten Drop. Und das müsst ihr auf jeden Fall selbst erleben. Area 51 Top Secret ist wirklich sehr, sehr gelungen meiner Meinung nach. Und du hast halt nicht den Namen oben drüber von Area 51, sondern auch dieses UFO als Signage, damit man es auch direkt erkennt. Es gibt 2 Pre-Shows, es gibt ein sehr ausführliches Video zu Area 51 von uns auch noch. Und im Rahmen dieser Umgestaltung ist der Vulkan auch zu einem Berg geworden, damit er natürlich in die Wüste von Nevada passt. Und wenn ihr dazu noch mehr Infos haben wollt, haben wir eine mega lange, ausführliche, detailreiche und super interessante Backstage-Reportage gedreht im Inneren von Area 51 bei Licht, wo Manuel Prosotowitz uns alles Mögliche dazu zeigt, erklärt und auf die Details der Umgestaltung, Umthematisierung eingeht, wie, wo, was gemacht wurde. Und super Attraktion, super Neuheit meiner Meinung nach. Eine Attraktion, die 2004 neu in den Park gekommen ist, übersehen sehr viele. Also wirklich sehr, sehr viele übersehen das. Und die ist auch direkt hier am Eingang. Und ihr seht es jetzt vielleicht da schon ein bisschen. Es ist The Lost Temple. Es ist nicht The Not Found Temple, sondern The Lost Temple. Und The Lost Temple ist ein Immersive Tunnel. Wer jetzt nicht weiß, was ein Immersive Tunnel ist, dem bringt es wahrscheinlich noch weniger, wenn ich euch sage, dass das ganze SimWorks gebaut hat, zusammen mit RIVA Digital. Und in diesem Immersive Tunnel geht es halt darum, dass ihr eine Aufzugfahrt macht, die 700 Meter in die Tiefe führt. Mehrere Pre-Shows, super schön gestaltete Queue-Line. Sieht richtig, richtig gut aus, meiner Meinung nach. Hat aber den Nachteil, dass daraufhin einem richtig beschissener Ride folgt. Ich finde Immersive Tunnels so schon ziemlich schwierig, wir sind aber schon gute gefahren. Es gibt schlechtere, keine Frage. In Bobbianland steht der schlechteste Immersive Tunnel der Welt, meiner Meinung nach. Wobei in Dubai waren auch ein paar, die nicht so geil waren. Aber das Ding hier ist halt echt
richtig grottig. Das ist eine Attraktion, reiß es bitte ab, mach es einfach zu, das 3D funktioniert nicht, du sitzt in so einem blöden Jeep. Es geht darum, dass wir den Archäologen Dr. Carter wiederfinden, der verloren geht, den wir instant, als wir losfahren, finden, der in seinem Jeep verloren gegangen ist. Der Jeep steht in der Q-Line. Also Sachen. Ist auf jeden Fall nicht meins. Natürlich gibt es Leute, denen das Ganze gefällt, aber ich bin da komplett raus. Guckt es euch auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht mit den Wartezeiten, aber das Ding übersieht halt jeder. Und das absolute Highlight dieser Attraktion kann man sogar verpassen, denn wenn man rausgeht, erwartet euch ein richtig geiler Animatronic. Man hätte es fast wie bei Navi River Journey in Disney's Animal Kingdom machen können. Langweilige Bootsfahrt, die mit Schwarzlicht ein bisschen beleuchtet ist, ganz cool dekoriert ist links und rechts an der Seite und wo am Ende nur ein krasser Animatronic steht. So hätte man das Ganze mit diesem Dinosaurier-Animatronic inszenieren können. Da glaube ich, hätten wir alle mehr von gehabt als von dem Teil. Meine Meinung. Und ja, das Hollywood Street Set geht noch was weiter und da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen die Straße runter, da gibt es nämlich auch noch was zu entdecken. Auf der Straße hier gibt es auch ein paar, wie im ganzen Park, ein paar Details zu entdecken und sehr coole Details meiner Meinung nach, wo hier auch Leute geehrt werden, die es verdient haben, denen ich auch sehr dankbar bin, dass wir sehr viele Sachen hier schon machen konnten, uns ermöglicht worden, um euch geile, interessante, spannende Videos zu bringen. Und außerdem gibt es das Roxy Theater hier und im Roxy Theater befindet sich ein 4D-Kino. Früher war das Ganze ein 3D-Kino, jetzt ist es ein 4D-Kino. Bedeutet, ihr habt einen 3D-Film und Wackelsitze und ein paar Special Effects. Auf der Kirmes wird man sowas als 7D, 9D oder ähnliches betiteln. Und da gibt es sogar dieses Jahr ein Comeback, was für einige von euch wahrscheinlich sehr, 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 sehr cool ist oder von vielen immer gewünscht wird, weil es ja so toll war und so wichtig und so gut. Und hast du nicht gesehen, die Looney Tunes sind wieder zurück mit einem neuen Film. Jetzt vorher war es halt Ice Age, die Lizenz ist abgelaufen und jetzt sind die Looney Tunes am Start. Und wenn ihr das Hollywood Street Set weiter durchgeht, lauft ihr auf die nächste Attraktion, kann man es nennen. Absolutes Highlight, eine Sache, die ich nicht, manchmal nicht nur einmal am Tag besuche, zu. Und zwar die Stunt Show. Bevor wir darüber sprechen, ist die Stunt Show und die Kreuzung davor quasi der Übergang zu Streets of New York, ehemals Gotham City. Und es gibt dann halt auch die New York Broadway Show We Can't Stop the Beat. Und was es im ganzen Park auch gibt, aber was hier dann halt auch noch mal ein bisschen mehr hervorsticht, ist das Street Entertainment. Es gibt sehr viel qualitativ sehr hochwertiges Street Entertainment, was thematisch auch zum Thema Film passt und sich sehr gut hier im Movie Park Germany macht, meiner Meinung nach. Und dann gibt es, wie gesagt, Crazy Cops New York, die Action Stunt Show. Und dieses Jahr mit dem Beinamen noch das Chamäleon, mit einer kleinen Änderung in der Story. Für mich persönlich ist ein bisschen zu viel Dialog inzwischen mit drin. Kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt immer ganz oben gesessen haben und dort irgendwie auch keinen Ton hatten und keinen Sound hatten. Aber das Entscheidende bei der Crazy Cops New York Stunt Show ist halt, dass es eine Stunt Show ist und es ist eine Auto-Stunt Show. Und das Folco-Team ist hier am Start und das Folco-Team ist halt ein italienisches Auto-Stunt-Team, die es verdammt nochmal richtig, richtig gut drauf haben, richtig krass sind und die hier ein hinlegen an Drifts, an auf zwei Rädern fahren, an Präzisionsfahrten. Und also ich liebe diese Show einfach und die geben halt auch Gas. So, und bevor wir in die Richtung gehen, wo es actiongeladener wird, werden wir erstmal in die Richtung gehen, wo nicht wenige Achterbahnen stehen, aber ein großer Themenbereich, der noch zwei kleine Subthemenbereiche hat. Und wir gehen jetzt erstmal mit euch ins Nickland. Ja. Dora's Big River Adventure ist eine der Attraktionen, über die wir jetzt hier im Nickland sprechen werden. Und das Ganze ist ein Lockflume von Preston und Barbieri. Hat man 2008 hier im Park installiert. Und der große Dora-Berg ist natürlich das prägnante Ding hier. Es gibt zwei Abfahrten. Es gibt einmal diese große Abfahrt, die ihr seht. Und eine sehr, sehr kleine Abfahrt, die, was man sich kaum vorstellen kann, die kleinere Abfahrt ist. Und die Nassere. Die kleine ist nicht nur die kleinere Abfahrt, sondern auch die nassere Abfahrt. Und an so Tagen wie heute merkt man halt auch, dass die Leute Bock haben. Die stehen bis hier draußen und wollen mit Dora's Big River Adventure fahren. Es sieht ziemlich bombastisch aus durch diesen großen Berg. Das Ganze ist nur 13 Meter hoch und hat eine Streckenlänge von 250 Metern. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um im Nickland irgendwie nass zu werden. Wenn ihr nämlich hier Dora habt und hier rauskommt und ein Stück weiter geht, seht ihr es vielleicht schon ein bisschen, findet sich ein Splash Battle. Und dieses Splash Battle ist ebenfalls von Preston und Barbieri, aber zusammen mit 3DBA gebaut. Und das schon ein Jahr vorher, im Jahr 2007.
Und SpongeBob Splash Battle ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern ja, so ein hochgelagertes Splash Battle, was halt, wo die Boote nicht durchs Wasser fahren, sondern ihr Schienen habt und dann habt ihr halt Kanonen und könnt euch gegenseitig naschpritzen. Finde ich aber, ehrlich gesagt, ziemlich cool von der Gestaltung. Natürlich ist jetzt nicht so High-End, aber du hast halt auch so die Signages hier mit die große Krabbe zum Beispiel und die ganzen SpongeBob-Charakter und das ist halt auf jeden Fall cool. Und du kannst auch von außen die Leute nass spritzen und hast auch eine Wasserkanone. Und ja, das Splash Battle hat eine Gesamtlänge von 153 Metern, wo ihr da abgehen könnt. Und passenderweise dazu, für die ganz kleinen Gäste, gibt es noch Sea Swing. Und das ist ja, so ein ganz kleiner Kettenflieger, ein Swing Ride aus dem Hause Zamperla, den man auch 2008 hier mit installiert hat. Und zum SpongeBob-Thema auch passt, weil es die kleinen Quallen sind, die sich da drehen und ja, quasi ist hier Quallenfischen für die Kiddies so. Und das Ganze gibt es auch noch hochskaliert, da gucke ich jetzt drauf, das seht ihr jetzt gleich in einer der Aufnahmen, Splatosphere. Und Splatosphere ist diesmal von Chance and Morgan, amerikanischer Hersteller, und zwar ja, ein großes Flugkarussell aus dem Jahre 2008 mit einer Gesamthöhe von 27 Metern, was interessanterweise nicht komplett ausgefahren ist, bevor es losgeht, sondern erst wegen den Bebauungsplänen, die es hier gibt und Vorgaben, die es hier gibt, komplett ausfährt, wenn die Fahrt losgeht. Das ist super strange eigentlich. Und wenn wir schon bei diesen klassischen Rides sind, gibt es auch noch einen Teacup Ride aus dem Hause Mack Rides. Heißt hier Fairy Wall Spin. Ist aber eine Attraktion, die schon 1999 hier stand. Zwischendurch war das Ganze auch mal komplett eingehaust und mit Schwarzlicht. Und jetzt ist das Ganze schon wieder offen gestaltet. Und eine Attraktion, die kaum einer kennt, glaube ich, weil die komplett versteckt ist hinter SpongeBob, ist Team Umizoomis Number Tumbler. Und das ist eine Art fliegender Teppich aus dem Hause Zierer, der sogar schon 1996 ausgeliefert wurde und seitdem hier steht. Und wirklich eine sehr historische Attraktion hier quasi schon ist, weil die halt so lange schon am Start ist und von Anfang an mit hier steht. Und wenn wir schon bei diesen ganzen klassischen Rides sind, die zu so einem Kinderbereich gehören, zu so einem Freizeitpark gehören, darf auch ein Autoscooter nicht fehlen. Und der Autoscooter hier heißt Back at the Barnyard Bumpers. Und diese Bumpercars sind von Preston und Barbieri und wie das meiste, was jetzt im Nickland neu dazugekommen ist, aus dem Jahre 2008. Und wo ich jetzt vorstehe, das ist etwas neuer, nämlich aus dem Jahre 2013, Kinderfahrschule. Hier aber mit der Thematisierung und der Lizenz von den Turtles, also von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das Ganze heißt dementsprechend auch Teenage Mutant Ninja Turtles License to Drive. Und ihr bekommt auch eine Driving License, wenn ihr das Ganze gefahren seid am Ende. So ein Turtle-Führerschein. Wahrscheinlich müsst ihr dann eintragen, dass ihr zwei unterschiedliche Augenfarben habt. Das ist ein Insider, den nicht alle verstehen, ich weiß, aber ich möchte sowas mit in diesem Video drin haben, weil das mir sehr viel bedeutet. Und Sailor Cast hat diese Kinderfahrschule gebaut und dieses Kind kann froh sein, dass es so klein ist, dass es durchs Bild laufen kann, ohne durchs Bild zu laufen. Und dann haben wir außer den Avatar-Glider, der übrigens auch noch von Zamperla ist und auch noch ein Karussell ist, was hier ihre Runde dreht, wo man drin liegt, was auch ziemlich strange ist. Das ist auch die große Version von diesem Karussell aus dem Hause Zamperla. Alle Flat Rides aus dem Nickland erstmal durch und kümmern uns jetzt in dem nächsten Take um die Achterbahn. Natürlich darf eine Achterbahn in einem Freizeitpark nicht fehlen, auch nicht in einem Kinderbereich. Noch besser als eine Achterbahn sind natürlich zwei Achterbahnen. Aber wenn nicht im Moviepark Germany, gäbe es nicht drei Achterbahnen hier im Kinderbereich. Und als allererstes ist eine sehr coole, die ich euch vorstellen möchte, und zwar Jimmy Neutron's Atomic Flyer. Steht seit 2007 hier, ist aus dem Hause Vekomar ein SFC, ein Suspended Family Coaster. Das Ganze hier leider in so einer sehr kleinen, kompakten Version in einem Standard-Layout, dann aber halt, ne, als Suspended Coaster, steht auch auf Sohle. Ist dann halt immer nicht so schön, wenn das so aussieht wie eine reisetransportable Achterbahn, fährt sich aber richtig gut, macht richtig Bock und gehört zu der neuen Generation der Suspended Family Coaster aus dem Hause Vekomar. Und auch wie Dora 13 Meter hoch, dafür 294 Meter aber lang. Und ja, hat so eine Art Lap-Bars, sind so Over-the-Shoulder-Lap-Bars, die halt von oben kommen und euch an den Hüften halten. Ist eine wirklich coole Bahn. Und Vekomar hat nicht nur diese Bahn hier stehen, sondern auch die hinter mir, die farblich natürlich auch sehr gut zu den anderen Bahnen passt. Steht aber seit 1996 hier und ist halt ein Junior-Coaster. Standard-Junior-Coaster, 207 Meter lang. Die meisten von euch kennen das Ganze nicht als Backyardings Mission to Mars, wie es jetzt heißt,
sondern wahrscheinlich noch als Coyotes and Roadrunners Achterbahn bzw. Rocket Rider Roller Coaster als Lizenzsnack war. Und das Ganze war rot, ein riesiger Berg, eine riesige Rakete, die zum Coyoten passt und hier lang geflogen ist, durch den Berg durchgeschossen ist. Habe ich natürlich als Kind und auch später super abgefeiert, fand ich richtig, richtig cool. Ist halt einfach nicht mehr gegeben, weil die Lizenz nun einmal weg ist. Und dann gibt es eine weitere Achterbahn, die nicht wie Jimmy Neutron den Eindruck einer Reisenachterbahn macht, auch wenn es eine wilde Maus ist. Diese wilde Maus ist von Mack Rides in der Compact Park Version, was ihr auch an den Stützen seht, ist nicht die mobile Variante, sondern die Park Variante und heißt hier Ghost Chasers und steht seit 2000 hier, also nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum von dieser Bahn. Und die 370 Meter lange Achterbahn hatte natürlich anfangs auch eine andere Thematisierung. Bevor das Ganze Ghost Chaser wurde, hieß die Mad Manor. Er hatte quasi auch so schon den Look wie jetzt von SpongeBob. Aber davor, zu Warner-Zeiten, passenderweise zu den Looney Tunes, eine Tom und Jerry-Thematisierung. Und Tom und Jerrys Mouse in the House war der Name. Und deswegen auch diese beiden Rückwände. Es war halt gestaltet wie das Haus, wo Tom und Jerry wohnen. Und dann eine wilde Maus, die dieses Verfolgen von beiden nachstellt quasi. Ist eine sehr, sehr coole Sache, meiner Meinung nach. Und Wilde Maus kann man ja von halt, was man will, trotzdem ein beliebtes Achterbahnkonzept, genauso wie ein Vekoma Junior Coaster oder das Ganze als Suspended. Also drei Bahnen in einem Kinderbereich, Achterbahnen, die trotzdem auch großen Spaß macht und für die ganze Familie geeignet sind und nicht viel zu klein und viel zu minimalistisch sind für einen Freizeitpark, meiner Meinung nach. Und hier gibt es noch mehr zu entdecken, aber das sind zwei Sub-Themenbereiche, wo wir jetzt rübergehen. Wir sind in einem neuen Bereich, der dieses Jahr auch eröffnet hat. Da gibt es auch ein Video zu auf dem Kanal, das müsste quasi jeder schon von euch gesehen haben, denn es haben inzwischen 750.000 Menschen gesehen, beziehungsweise dazu für Aufrufe. Und wir sind bei Paw Patrol Adventure Bay. Und das ist halt so ein neuer kleiner Themenbereich, der hier aufgemacht hat, der sich, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, komplett um Paw Patrol dreht und alle mega eskalieren. Die Kommandozentrale steht hier von der Paw Patrol. Da drin ist ein Meet and Greet mit den Charakteren, wo man sich für anstellen muss. Und weil ja alle unbedingt ein Foto mit dem Charakter machen wollen, ist diese Schlange vorhanden. Das verstehen manche Leute noch nicht so ganz. Was man auch machen kann, ist, die Fahrzeuge der Paw Patrol stehen auch überall hier verteilt, was A, mega cool ist, die Kids da voll drauf abgehen, also die klettern hier alle dran rum, die spielen alle damit, haben da richtig Spaß dran und ist wieder so eine Brücke und so ein zum alten Warner-Ding, weil früher standen auch hier in dem Kinderbereich überall Fahrzeuge, mit denen man spielen konnte, wo man reinsetzen konnte, wo man Fotos machen konnte. Weiß der eine oder andere wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Spielen ist auch das Stichwort. Es gibt auch noch einen neuen Spielplatz komplett, der auch zu der Thematisierung passt, der Paw Patrol, der, wie man jetzt gerade auch sieht, ultra angenommen wird und auch sehr schön geworden ist, meiner Meinung nach. Es gibt zu diesem Bereich ein ganz detailliertes Video, wo wir mit euch durch den ganzen Bereich gehen, was ich ja gerade schon erwähnt hatte. Und es gibt zwei Freizeitpark-Attraktionen natürlich auch hier drin. Eine Attraktion, die stand vorher hier, ist ein bisschen versetzt worden von der Position, wurde auch einmal komplett überarbeitet und komplett neu gestaltet. Und zwar ist es Zoomers Zoomers. Die Leute stehen bis draußen, haben Bock, das Ding zu fahren. Stand 2008 schon hier. Ich habe schon vergessen, wie das früher hieß. Oh, Slinky, nein, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch gar nicht so wichtig, denn jetzt ist es Zoomers Zoomers und darum geht's nur. Ist von Zamperla und ja, vom Typen Speedway ist es quasi eine kleine Whip. Es gibt eine große Attraktion, die richtig geil ist. Dann gibt es diese kleinen Whips und es gibt auch noch Mini-Whips. Deswegen sage ich nicht Mini-Whip, weil es die halt noch kleiner gibt. Und grundlegend geile Attraktion. Kannst du auch wieder komplett mit der ganzen Familie fahren und macht halt einfach mega Spaß. Sieht richtig gut aus. Und man hat dann bei Zamperla sich auch mal eine komplette Neuheit geholt, eine komplett neue Attraktion gekauft und die befindet sich auf dieser Seite und zwar die Paw Patrol Adventure Tour. Und das ist ein Convoy-Ride, wo ihr dann mit verschiedenen Autos eine Strecke abfahren könnt, die auch ein bisschen Story erzählt, wo Deko-Elemente mit drin sind und die auch meiner Meinung nach ziemlich gelungen ist. Es gibt ein On-Ride-Foto, sieht sehr schön aus. Das Ganze ist halt, wenn man Paw Patrol kennt, ist der Bürgermeister, der mit Katzen cool ist da und die sind böse und die Hunde sind die guten. Ich weiß es nicht. Ihr und eure Kinder kennt euch da auf jeden Fall mehr aus und wir gehen weiter, weil hier ist volle Eskalation gerade. Jetzt stehe ich vor dem Eingang der nächsten Attraktion, die gleichzeitig auch ein eigener kleiner Themenbereich ist und zwar Adventure Lagoon ist der Bereich. Das Ganze trennt sich halt nochmal vom Nickland ab, so wie vom Paw Patrol Adventure Bay und beheimatet die 1996 eröffnete Wildwasserbahn, aka
Speed Rafting von Intamin, aka Excalibur Secrets of the Dark Forest. Und letztes Jahr hat man diese Anlage umgestaltet, neu thematisiert und eine neue Story verpasst. Ursprünglich kennt ihr das Ganze als die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte der verlorenen Lizenzen, der Umthematisierungen, der Umstrukturierung, wie ich es am Anfang schon erzählt habe, wo die großen Probleme da lagen. Und man hat daraus dann den Mystery River gemacht, wo man einfach alles abgerissen hat, was irgendwie lizenzrechtlich relevant war. Und dann war es wahrscheinlich mysteriös, was denn bei diesem River mal eine Thematisierung dargestellt haben soll. Jetzt hat das Ganze schon wieder ganz anders gestaltet und man macht sich quasi auf die Suche nach dem Schwert Excalibur. Man hat die ganzen Warteschlangen hat man überarbeitet, neu gestaltet, richtig gut gestaltet meiner Meinung nach. Der Bahnhof gefällt mir nicht so gut wie vorher jetzt mit der neuen Gestaltung. Dafür der Ride wieder umso mehr, ist richtig gut geworden. Und es ist halt ein super geiles Rafting, was halt super schnell ist, richtig durchzieht. Und auch noch den Fakt hat, dass es das größte aus einer Betonwanne gegossene Rafting der Welt ist. Und ja, nach den Umthematisierungen 2000 und, also Eröffnung 96, Umthematisierung 2005, gab es dann wie gesagt 2018 die weitere Umthematisierung und damit eine weitere Wasserbahn hier im Park und ja, mehr oder weniger Dark Ride. Und es ist nicht nur umthematisiert worden, nicht nur neu gestaltet worden, was auch richtig cool ist, es gibt einen neuen Soundtrack von IMAscore. Es gibt natürlich viele Attraktionen hier, die einen Soundtrack von IMAscore haben, der aber synchron zur Fahrt ist. Und das, obwohl so eine Fahrt unterschiedlich schnell ist. Wie das Ganze geht, verrate ich euch nicht. Das verraten die Jungs von IMAscore euch auch nicht. Aber es funktioniert und das ist ziemlich cool. Es wird ziemlich Stimmung aufgebaut. Es gibt, also ich mag den Ride einfach, auch wenn sich die Figuren nicht bewegen. Du kannst halt nicht überall bewegliche Animatronics hinstellen, nur weil ihr das unbedingt wollt. Das funktioniert nicht. Das ist noch nicht mal bei Disney so. Aber das verstehen viele von den Leuten, die immer gegen den Moviepark schießen wollen, einfach nicht, dass das total unrealistisch ist. Und wer jetzt noch sich denkt, ey, da fehlt doch noch eine Attraktion, der hat fast recht. Denn wenn ihr hier lang geht, seid ihr falsch abgebogen. Denn es ist ein Wasser-Darkride hier an dieser Stelle gewesen. Den kennt ihr noch als Looney Tunes oder zuletzt als Ice Age Adventure. Das gibt's aber gar nicht mehr, sondern ist seit letztem Jahr zu Halloween die Maze Wrong Turn. Und ihr lauft durch die alte Rinne, die halt keine Rinne mehr ist, wo auch kein Wasser mehr drin ist, und hat halt diese Wrong Turn Lizenz aus dem Film Wrong Turn, wo es halt durch den Wald geht, und wer den alten Ride kennt, weiß, es sind große, gigantische Wälder und man muss dafür nichts neu machen, sondern der Wald ist vorhanden und man läuft durch den Wald durch, hat noch eine Lampe, die vielleicht den einen oder anderen Grusel noch auslöst, und läuft in der Gruppe da durch. Das ist aber auch so ein Thema zu Halloween, trotzdem hier nochmal erwähnt. Plan ist auf jeden Fall letzter Stand gewesen, 3 Jahre Wrong Turn. Kann sich alles jederzeit ändern, kommt immer darauf an, was Parques Reunidos aus Spanien aus entscheidet. Und das ist erstmal das, was in diesem Bereich ist, und wir gehen jetzt wieder über die Streets of New York zurück und gehen in den nächsten Bereich. Wenn ihr die Straße zurückgeht, nur geradeaus lauft, nicht abbiegt, nur geradeaus lauft, dann rennt ihr direkt da rein. Und das ist Van Helsing's Factory. Und Van Helsing's Factory ist auch wieder eins dieser absoluten Highlights für mich hier im Movie Park Germany. Es ist eine Indoor-Achterbahn. Der eine oder andere wird natürlich jetzt wieder trauern, denn von 1996 bis 2004 war das Ganze ein Dark Ride, den ich auch gut finde oder fand und gefeiert habe. Und zwar war das Gremlins Invasion. Und dieser Gremlins Dark Ride ist natürlich durch diese Lizenz-Sache komplett weggefallen. Da konntest du auch nichts dran ändern, weil du hast ja alles rausgerissen, alle Animatronics, und dann ist nichts mehr drin. Aber da drin befand sich dann nicht danach direkt eine Achterbahn, sondern bis 2010 war da zum Halloween Horror Fest der Terror Train drin, also wurde das Ganze auch als Maze genutzt. Und seit 2011 ist es Van Helsing's Factory. Indoor-Achterbahn, ein Gerstlauer Bobsled Coaster mit einem Custom Layout, der auch wieder unfassbar krass mehr Dark Ride als Achterbahn ist, super viel Szenerie, Thematisierung hat, Story hat. Ihr seid Vampirjäger und geht zusammen mit Van Helsing auf Vampirjagd in so aufgemotzten und getunten Hot Rods, die halt Knarren und alles Mögliche haben. Der Soundtrack zum ersten Lift hin, den feiere ich schon mega ab. Es gibt übrigens einen Reibradlift und einen Kettenlift und ganz viele andere krasse Details da drin zu entdecken. Und damit ihr die auch sehen könnt, haben wir eine Backstage-Reportage in Van Helsing's Factory gedreht, wo wir euch drin bei Werkslicht alles zeigen und erklären, so wie ihr es vielleicht jetzt schon gesehen habt oder gleich sehen werdet, bei Area 51 gemacht haben. Und ist für mich auf jeden Fall absolute Highlight-Attraktion, gefällt mir sehr gut, ist leider nur 400 Meter lang, 8 Meter hoch, was einen viel höher und viel intensiver vorkommt, weil du halt indoor bist und an diesen ganzen Szenerien vorbeifährst.
weil es so geil ist und bei den Bobsleds die Kapazität nicht immer unbedingt gigantisch hoch ist, ist natürlich auch immer mit hohen Wartezeiten zu rechnen, weil es natürlich eine super Attraktion ist. Und wenn ihr ein bisschen hier durch die Ecke späht hinter mir, seht ihr den NYC Transformer, ehemals Riddler's Revenge. Und das Ganze ist seit 1999 hier im Park und ein Topspin aus dem Hause Huss, was nicht so gut ist, weil sämtliche Huss-Anlagen nicht nur im Moviepark, sondern weltweit gesehen öfter Probleme haben mit dem Betrieb oder den Ersatzteilbeschaffungen. Steht hier aber und wie ihr eventuell hört, ich glaube nicht über das Mikrofon, aber es fährt, die Leute haben Spaß. Und wenn wir uns dann noch ein bisschen mehr drehen, ich habe ja gesagt, dieser Bereich hier war ja früher Gotham City und das hinter mir war früher eine Attraktion mit Batman, und zwar Batmans Abenteuer und ein Flugsimulator, wo man in die Batcave kommt und dann zusammen mit Batman durch die Gegend fährt, fliegt, wie auch immer, flugsimulatiert. Und das Ganze heißt jetzt Time Riders und es gibt eine Reise durch die Zeit. Und das letzte Mal, als ich da drin war, hat sich das angefühlt, als ob man da mit Treppen runterfährt, obwohl das eigentlich eine Eigenschaft einer anderen Attraktion hier im Park ist. Und gegenüber ist, wie gesagt, auch diese Showbühne, die wir schon angesprochen hatten. Und von hier aus gehen wir jetzt zu einem weiteren Themenbereich, der auch relativ neu noch ist. Willkommen am Federation Plaza und vor der Starfleet Academy, wo ihr zu Kadetten der Star Trek Enterprise ISS, was weiß ich, werdet. Ich keine Ahnung. Ich war bei Star Trek raus, als ich dann rausgefunden habe, dass Luke Darth Vaders Vater ist. Nee, andersrum. Der ist so schlecht, der Gag. Wahrscheinlich kriege ich einfach mal für 30 D-Abos und 100 Daumen runter und dann auch zurecht. Spaß beiseite. Wir stehen wirklich auf dem Federation Plaza und das Ganze lässt noch nicht erahnen, was sich hier befindet. Und diese große Fassade beinhaltet erstmal eine gigantische Queue-Line, mehrere Pre-Shows, was sehr gut gemacht ist. Und wir haben es hier wirklich mit Star Trek zu tun, und zwar mit Star Trek Operation Enterprise. Und Star Trek Operation Enterprise ist der Name für eine Achterbahn, die 2017 hier neu eröffnet hat, aus dem Hause Muckrats. Und das Ganze ist ein LSM Launch Coaster. Aber ihr werdet nicht einfach nur abgeschossen, sondern aus der Station raus geht es auf ein Verschiebegleis. Ihr fahrt einfach mal rüber zur Achterbahnstrecke selbst und dann werdet ihr nach vorne abgeschossen. Ihr werdet nach hinten abgeschossen und habt dann schon mal genug Speed, um rückwärts in die Twisted Halfpipe hochzufahren, die man auch gerne bei Muckrides eine 180 Grad Vertical Spike nennt und das einfach total twisted ist, mit einer maximalen Höhe von 40 Metern. Und da habe ich in einem Video mit den höchsten Achterbahnen in Deutschland, ist das ja nicht mit drin mit diesen 40 Metern. Weil nicht der ganze Zug die 40 Meter erreicht, sondern ja nur der hintere Teil. Und danach geht es ja wieder schwerkraftmäßig nach unten und dann kommt der dritte Abschuss, der euch dann auf die Strecke katapultiert, wo euch dann ein 30 Meter hoher Outside Tophead erwartet, auf den dann auch noch auf diesen 720 Streckenmetern ein Immelmann, eine Hardline Roll, eine 100 Grad Overbank Curve, eine 270 Grad Helix sowie eine Zero-G Roll erwarten. Eine Bahn, die alles an Kräften hat. Du hast da Hangtime, du hast Airtime, von Floating bis Ejector, und es drückt teilweise kräftig in den Tälern oder vor allem, wenn du durch diesen Borg-Cube durchfährst. Und ist halt eine wirklich gute Anlage, keine Frage, gute Achterbahn, die auch wieder ein Imra-Score-Soundtrack bekommen hat, eine super Thematisierung meiner Meinung nach und halt auch wieder eine so Back to the Roots und diese alten Sachen aufgreift mit den Pre-Shows, die sich ja alle immer wieder zurückgewünscht haben. Und wie gesagt, hat man 2017 in eine große Katapult-Achterbahn investiert, also so viel zum Thema, es gibt keine neuen Achterbahnen hier. Und es gibt noch einen neuen Themenbereich, den es früher zu diesen ursprünglichen Zeiten nicht gab. Es ist nicht nur einfach, weil es neue Namen hat, sondern weil es auch komplett neu angelegt ist. Wir sind nämlich jetzt am Santa Monica Pier und diese Stelle wird dem einen oder anderen natürlich jetzt schmerzen, weil hier stand ja die beste Attraktion überhaupt. Und die Rede ist natürlich von Cop Car Chase, aka Leaving Weapon Pursuit. Und das Ganze war ein Intamin-Multi-Inversions-Mist-Coaster. Es gab ein Looping im Dunkeln in dieser Wellblechhalle und es gab dann anschließend noch eine Hardline-Roll, die echt cool war, langsam durchfahren wurde. Und das Coolste dabei war vorher ein echtes, großes, brennendes, fliegendes Auto, was, wenn man bevor aus der Halle rausgefahren ist in diese Hardline Roll, brennend über einen drüber geflogen ist. Das gab es auch nicht lange, sowas ist natürlich dann sehr schnell eingestellt.
Und es war halt eine Duelling-Achterbahn, zwei nebeneinander, beides aber im Polizeiauto-Design, hätte man natürlich auch getrennt machen können, wäre auf jeden Fall cooler gewesen. Die Achterbahn, ey, unter uns, so gut war die nicht und so gut ist die auch nicht gefahren. Klar, hat Spaß gemacht, klar ist das eine krasse Bahn gewesen zu dieser Zeit für Menschen aus dieser Region hier. Kann ich auch alles nachvollziehen, ging halt nicht mehr. Das Ding musste nun mal weg und dafür haben wir jetzt halt den Santa Monica Pier, wo wir jetzt uns gerade befinden. Und ja, es gibt dann jetzt diese neue Wasserfläche hinter mir. Muss ja auch irgendwie Wasser sein, wenn wir an einem Pier sind, wo es im Sommer zeitweise auch eine Jetski-Show gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade aktuell noch gibt. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob die noch am Start ist. Und wenn wir schon bei Jetskis sind, hintendurch seht ihr es ja auch schon, gibt es die Pier Patrol den Pier Patrol Jetski Ride. Und der steht seit 2007 dort und ist ein Wasserrondell von Zierer, wo man halt in so Bötchen steht, das ist so ein Rondell, dreht sich logischerweise und ihr habt noch ein Lenkrad, könnt dann daran drehen und dann so selbstgesteuert ausschwingen und vielleicht, wenn ihr das gut und geschickt macht, die Leute am Rand sogar nass machen, super cooles Karussell. Und die Brücke zu schlagen, um zurückzukommen zu Copcat Chase, was ich eben erwähnt hatte, war ja nach der Hard and Roll und der Kurve stand hier direkt da ein Wellenflieger, der auch gerade jetzt in die Höhe emporfährt. Und der steht seit 2000 und da ist ebenfalls wie das Wasserrondell auch aus dem Hause Zierer ein Wellenflug und heißt hier Pierside Carousel inzwischen. Und eine Wellenflieger macht einfach Spaß. Wellenflieger sind immer schön. Und der ist jetzt nicht einer der schönsten. Der ist ziemlich 0815. Steht hier aber so am Pier. Für ein Pier muss es auch ein bisschen angegammelt aussehen. Das ist kein richtiger Pier. Und zum Pierside Carousel gibt es dann auch noch das Santa Monica Wheel. Das gibt es aber erst seit 2007 hier, ne, mit dem Santa Monica Pier zusammen dazugekommen. Und dieses 20 Meter hohe Riesenrad steht auch geliefert von SBF Visa aus Italien. Und hintendurch gibt es dann auch noch so Trampolinspringen an Bungee-Seilen und zum Beispiel auch Rescue 112 oder Rescue 112, das Rescue ist Englisch und dann müsste es eigentlich 911 sein, 911, keine Ahnung. Kommt auch aus Italien, aber nicht von SBF Visa, sondern von Samperla und ist halt so eine Fire Brigade, auch seit 2007 hier. Und wenn ihr diesen Pier hier runtergeht, was man ja auch so im Hintergrund seht, gibt es zum einen Stormy Cruise, auch von Samperla, ein Rocking Tug, der kam auch 2007. Und 2007 hat Samperla noch mehr hier hingeliefert. Im großen Paket kam das Ganze nämlich alles zusammen und die große Version vom Rocking Tug hochskaliert. Sehr hoch skaliert, ist ein Disco Coaster, auch von Samperla, wie gesagt, heißt Crazy Surfer. Und diese Dinger sind halt 82 Meter lang und erreichen bis zu 70 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und ihr sitzt auf so einer großen Scheibe nach außen geneigt, nicht nach außen geneigt, mit dem Gesicht nach außen, nicht geneigt, und fahrt so eine Wellenform. Das gibt es in drei Varianten: als Disco mit so einem kleinen U, als Mega Disco in einem großen U oder als Disco Coaster in dieser W-Form, in dieser Wellenform. Ich muss aber sagen, dass der Disco Coaster hier wirklich der hässlichste Disco Coaster der Welt ist. So leid es mir tut, wenn man sich das Ding allein im Plopsaland de Pana anguckt, wie geil das da thematisiert ist. Oder in der Warner Brothers World Abu Dhabi, Indoor mit den Lichteffekten und der Lichtshow passend dazu. Da stinkt der hier halt schon ab. Und Park Asterix, der sieht auch super schön aus. Und das sind so die Sachen hier am Santa Monica Pier. Wir gehen noch ein Stück weiter, da gibt es nämlich noch mehr zu entdecken. Einen Themenbereich haben wir noch, den gab es auch früher schon, The Old West. Ich weiß nicht, ob der anders hieß, auf jeden Fall sind wir in der Westernstadt. Und so ganz nebenbei steht hier Sidekick drum. Sidekick ist ebenfalls eine Attraktion aus dem Hause Huss, steht seit 2000 hier, ist eine Frisbee, absolute Kotschleuder, richtig mieses Karussell, fahre ich nicht mit, ist nichts für den Papa. Kennt ihr eventuell auch noch als Blazing Saddles? Ich habe keine Ahnung. Eine Attraktion, die man sehr gut sehen kann, auch schon eventuell von Weitem, ist der High Fall. Und das ist ein Freifallturm. Einer der intensivsten Freifalltürme der Welt, würde ich mal mitbehaupten. Und der High Fall hieß früher The Wild Bunch und steht seit 2002 hier im Park. Ist von Intermin in Zusammenarbeit mit Ride Trade gebaut und hat Flawless Tilt, ist ja Flawless Tilting Gondeln, aber das ist quasi auch schon die Typenbezeichnung, denn das Ganze ist ein Flawless Tilting Giro Drop Tower. Kein Boden,
Die Gondeln können kippen und das Ganze dreht sich auch noch beim Hochfahren und droppt dann runter im freien Fall. Das Runterbremsen passiert von 90 km/h runter dann auf 0 und die Höhe des Turms beträgt 61 Meter. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Grüße an Highfall Ralf. Er hat auf jeden Fall Hornhaut zwischen den Beinen bei so vielen Fahrten, die man auf der Highfall schon gemacht hat. Und der Highfall, wir müssen uns dafür drehen, fährt gerade hoch. Ich bezweifle zwar, dass ihr das Ganze sehen könnt, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Dieses Ding ist wirklich unfassbar intensiv und jedes Mal, wenn ich da oben hänge, denke ich mir, oh mein Gott, warum tue ich mir das Ganze gerade schon wieder an? Schade ist halt, dass der in diesem Moviepark beige lackiert sein muss und dass oben kein Logo drauf sein darf. Ist hier so. Es wird ja nicht natürlich die Landschaft verschandeln. Die Halden hinten, die Windräder, die Schornsteine, das Ruhrgebiet an sich, da sieht schön aus, da ist Landschaft. Da ein Logo oben drauf, Landschaft, das ist nichts. Was auch nichts ist, ist der MP Express. Und diese Attraktion steht auch hier, passt thematisch halt absolut gar nicht in den Bereich, weil es halt ein großer Haufen Stahl ist in Grau und Weiß und seit 2001 schon hier steht. Als Kind war ich 2001 noch ein Kind, da war ich glaube ich noch ein Kind, oder kann man das als Kind durchgehen lassen? Wie alt war ich denn da? 13? Oh, als Teenager habe ich das natürlich total abgefeiert. Eine Bahn, du hängst unter der Schiene und du machst ganz viele Loopings. An der Zahl sind es sogar 5. Und diese 5 Loopings, da ist kein einziger Looping dabei. Das erste ist ein Rollover, dann gibt es einen Sidewinder und dann noch eine Double Inline Twist. Und gebaut hat das ganze Vekoma und das Ganze ist der Vekoma Standard SEC, also Suspended Looping Coaster. Nicht zu verwechseln mit dem SFC, den Suspended Family Coaster. Und so wie das Ding hier steht, steht es halt 50, 60 Mal weltweit. Ab und zu auch noch ein bisschen variabel mit einer Helix am Ende oder sonstigem. Und der MP Express hier hat halt quasi gar keine Thematisierung. Hatte früher mal Thematisierung zum Film Eraser, den ich nicht kenne. Und damals habe ich auch gedacht, das wäre Thematisierung zu Twister. Den Film kenne ich. Und da stand halt auch so dieses Auto von Twister, wo diese ganzen Kugeln freigelassen wurden, um den Tornado zu messen. Und hast du nicht gesehen. Und das ist halt nicht gewesen. Und ja, wie ihr seht, 33,3 Meter ist das Ganze hoch, 689 Meter lang. Und bis zu 80 km/h Spitzengeschwindigkeit bringen euch dann durch diese Inversion. Und das ist halt der Rollover. Von dem geht's, die Kurve ist übrigens ganz cool, in den Sidewinder. Sidewinder bedeutet halber Looping rein, halber Schraubenzieher, halber Corkscrew wieder raus. Dann gibt's ein Körbchen hier. Und nach der Kurve geht es dann in die Double Inline Twist. Und zieht sich einmal quer durch das ganze Layout wieder durch. Und am Ende kommt ihr hier ein bisschen gegurkt wieder zur Schlussbremse. Ich hasse diese Bahn. Du kriegst so eine dicken Ohren. Und ja, man kann sich da in die Ecke reindrücken und dann ist das Ganze fahrbar. Mir ist das egal. Ist eine Scheißbahn. Ich counte jeden SLC auf dieser Welt einmal, fahre das Ding nie wieder. Energylandia gibt es diese Softwestenbügel mit diesen Lapbars. Das ist ganz gut. Das ist sehr fahrbar. Das brettert da aber auch durch, wie sonst noch was. Was ich aber sagen muss, wir sind Fans, Nerds, Freaks, bekloppt, Achterbahnfanatiker, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Und für uns ist das Kacke. Für den Otto-Normal-Parkbesucher, der hier so rumläuft, für den ganz normalen Menschen, der mal in den Park geht oder hier nur hinkommt immer wieder, der sich da nicht so intensiv und ausführlich mit beschäftigt, ist das das Gleiche wie zum Beispiel die Black Mamba. Ob du jetzt ein Vekoma SLC hier hinstellst oder ein B&M Inverted Coaster, für die Leute ist das das Gleiche. Ich habe hier Leute schon gehört, die gesagt haben, das ist doch wie Black Mamba. Und für den Otto-Normal-Parkbesucher ist das eine Achterbahn, wo du unter der Schiene hängst, fünfmal über Kopf fährst, wo du 5 Loopings hast und das ist einfach geil. Und die finden sowas cool. Und deswegen macht es keinen Sinn, sowas abzureißen, weil das Geld, was das Abreißen kostet und eine neue Achterbahn in der Größenordnung, das kannst du ja auch sparen und so ein Ding hier stehen lassen. Das macht keinen Sinn. Natürlich wäre es auch für mich geiler, wenn das Ding weg wäre oder was Besseres für kommen würde. Und was auch immer alle wollen, was abgerissen wird, ist dieses Schmuckstück hier. Es ist eine Holzachterbahn, grundlegend schon geil, grundlegend schon schön. Und wir reden hier von Bandit. Bandit wurde anfangs Wild Wild West genannt, mit dem Bezug auf den Film von Will Smith, Wild Wild West. Und das Ganze war bereits im Jahr 1999 und gebaut hat das Gerät hinter mir, Roller Coaster Corporation of America. Holzbau Cordes war jetzt auch schon öfter dran, hat schon sehr, sehr viel retracked. Das bedeutet, dass die Schienen ausgetauscht werden. Das haben wir euch auch sehr ausführlich in einer Reportage schon mal gezeigt. Ihr seht, es gibt sehr viele Reportagen Backstage hier aus dem Park, die uns halt echt Sachen gezeigt haben, Augen geöffnet haben und uns einfach Wissen mitgegeben haben, was ich euch hier ja versuche mitzugeben. Und
Wir sind die Bahn, letzte Woche war es, vorletzte Woche, sind wir die abends gefahren mit allem, also mit unseren Freunden. Letzte Reihe, wir saßen teilweise ja auch auf der Achse, logischerweise dann, sind raus, haben uns direkt nochmal angestellt, noch mal hin, hatten dann Last Ride of the Day und den Last Ride of the Day, denn wir sind dann jubelnd, feiernd in die Station reingekommen und haben dann nochmal eine extra Runde bekommen, wurden nochmal dispatched und der ganze Zug durfte nochmal eine Runde separat fahren und das Ding macht einfach Spaß. Natürlich hoppelt und schlägt das Ganze, aber es ist eine Holzachterbahn, Gott verdammt, und die erste moderne Holzachterbahn Deutschlands aus dem Jahre 1999. Und wenn ihr mal so eine richtige alte amerikanische Holzachterbahn gefahren seid, dann wisst ihr, vor allem wenn ihr in so einem PTC-Zug sitzt, was schmerzhaft ist, was schlägt und was eine unfahrbare Holzachterbahn ist, was trotzdem nicht so unfahrbar ist, weil es trotzdem mega Spaß macht. Und Bennett ist sage und schreibe 27,8 Meter hoch, droppt aber nur 24,9 Meter und erreicht dann auf diesen 1099 Metern Strecke bis zu 80 km/h. Ursprünglich hatte Bennett zwei Züge aus dem Hause Intamin, die gibt es nicht mehr, inzwischen sind da zwei Züge drin von Premier Rides und gerade fährt leider nichts. Eben als wir angekommen sind, fuhr Bennett noch, ich weiß nicht, was jetzt gerade ist, aber das werden wir auch nicht rausfinden in diesem Video. Und Bennett ist vom Layout ein Cyclone und das ist vor allem bei Holzachterbahn ziemlich einfach eigentlich zu erklären, was diese grundlegenden Sachen bedeuten. Es gibt Cyclone, Out and Back und Twisted. Cyclone bedeutet quasi wie ein Zyklon, dreht ihr euch die ganze Zeit und ne, fahrt immer weiter nach unten in kreisenden Bewegungen. Out and back, ihr fahrt irgendwo raus, kehre, back, kommt wieder zurück. Das Ganze gibt es variabel. Colossus ist das beste Beispiel wahrscheinlich für ein Out and back Layout, was dann auch ein bisschen variabel noch mit drin ist. Und dann gibt es das Ganze noch als Twisted Layout, ist quasi die Mischung aus beiden. Du fährst kreuz und quer überall drüber hin und her. Und ja, ich habe ein sehr großes Herz für Bandit und nicht nur ich, auch viele andere. Und das Ding macht einfach Spaß, du kannst da richtig drauf abfeiern. Und es geht halt nicht darum, irgendwas hier schön zu reden, sondern einfach mal klar die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, so ist es. Und du kannst hier einfach Spaß haben, auch als Fan. Wenn du mit coolen Leuten hier bist, kannst du eine gute Zeit haben und viel Spaß haben. Und der Park weiß auch nichts davon, dass wir dieses Video heute hier drehen. Also ich krieg da auch nichts für. Auch wenn das manche gerne so sehen wollen möchten. Es ist einfach meine Meinung, die ich jetzt auch noch mal hier fundamentalisieren will. Kann man das überhaupt so sagen? Aber da vielleicht gleich auch noch ein bisschen was im Fazit zu. So, was ich noch nicht erzählt habe, ist, es gibt noch eine Upcharged-Attraktion, und zwar The Walking Dead Breakout. Upcharged Maze, ganzjähriges Maze. Ganz ehrlich gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich war da noch nie drin. Das sollten wir auf jeden Fall mal nachholen. Und was man auf jeden Fall beim Moviepark noch sagen muss, das Halloween Horror Festival, das ist eine Sache, die dürft ihr nicht verpassen, ist zu Halloween-Zeit, gibt auch sehr viele Videos da schon von uns zu dem Thema, mit mehreren Maces, mit Scare Zones, es ist wirklich eins der besten Halloween-Events in Europa. Und das Krasse ist einfach, die Maces sind alle im normalen Eintritt mit drin, kosten nicht nochmal extra. Werden wir euch auch dieses Jahr wieder ausführlich darüber berichten, über das Halloween Horror Festival. Möchte ich aber hier nochmal erwähnt haben, dass das halt absolutes Highlight auch wieder ist. Und für viele war es immer so, ja, zu Halloween kannst du noch hier hin, das war's dann. Inzwischen kannst du auch so wieder hier hinkommen, ist auf jeden Fall meine Meinung. Und wenn ihr das öfter machen wollt, so wie wir das öfter machen, gibt es auch verschiedene Jahreskarten. Es gibt nämlich die Gold, Silver und Bronze und die liegen dann zwischen 89 und 64 Euro. Es gibt aber immer Angebote, gerade sind auch wieder Angebote aktuell. Es gibt auch Black Friday Angebote und so weiter und so fort. Dann kann man beim Moviepark oder allgemein bei Parques Reunidos sehr oft sehr viel mit Coupons machen oder anderen Rabattaktionen. Und wenn ihr das Ganze auch nicht macht, dann könnt ihr immer noch online verdammt viel Geld sparen. Denn online bezahlt ihr bis zu oder Minimum 29,50 Euro. Es gibt auch Tage, die sind teurer. Und vor Ort an der Kasse kostet der Eintritt 47 Euro. Bei Kindern ist das Ganze online 28,50 Euro, vor Ort aber dann nur 38 Euro. Kinder bis 4 Jahre haben übrigens auch freien Eintritt im Moviepark Germany. Es gibt auch zum Beispiel ein VIP-Angebot, weil du bist ja dann ein Filmstar hier. Das kostet 99 Euro, ist aber dann all-inclusive Futtern und Trinken. Und ein Speedy Pass Gold gibt es auch noch. Und ihr bekommt in den Shops auch nochmal 20% Rabatt auf
die dort angebotenen Artikel. Es gibt auch Angebote wie Park und Hotel mit Frühstück, wo 2 Tage Parkeintritt mit drin sind. Und die gibt es teilweise auf der Homepage vom Park selbst schon ab 55 Euro pro Person. Auch ein mega gutes Angebot. Und wenn ihr das Ganze machen wollt, der Movie Park Germany ist ein saisonaler Freizeitpark, der von ungefähr Ende März, Anfang April, je nachdem, je nach Jahr, bis Anfang November geöffnet hat. Das war nicht täglich. In der Nebensaison gibt es hier und da ein paar Off-Days und zum Beispiel auch im Vorfeld im September, wenn hier alles für Halloween vorbereitet wird. Ansonsten hat der Park von 10 bis 17 bzw. 18 Uhr geöffnet. Jetzt im Sommer aktuell sogar bis 20 Uhr, was nichts extra kostet. Und an Halloween hat der Park auch noch bis 22 Uhr geöffnet, was natürlich sehr sinnvoll ist, weil es muss ja dunkel sein und es ist ja so ein Abendevent. Und das ist, glaube ich, erstmal alles, was ihr zu Movie Park Germany wissen müsst. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist nicht mehr cool, den Movie Park scheiße zu finden. Das war vielleicht mal früher so. Aber wenn ihr jetzt, egal was ist, den Park einfach nur hatet, des Hadens Willens, ist, ihr seid nicht mehr cool. Ihr seid raus aus dem Ding so. Alle anderen sind jetzt die coolen. Und du kannst hier einfach eine gute Zeit haben, eine schöne Zeit haben. Es ist ein guter Freizeitpark und es ist einer der besten Parks in Deutschland. Klar gibt es da hohe Konkurrenz, aber es hat halt einfach keinen Sinn mehr, alles ununterbrochen scheiße zu finden und schlecht zu reden. Gestern ist bei Wodan im Europapark die Liftkette gerissen. Wäre das hier passiert, wäre wieder das Geschrei groß gewesen. Da steht über so, ja, kann mal passieren. Genau, kann mal passieren. Und hier wird alles irgendwie so, das ist vielleicht auch meine subjektive Empfindung, aber hier wird immer alles so aufgeblasen. Area 51, Excalibur werden neu gemacht. Nee, ist ja voll scheiße. Star Trek, ja, voll kacke. Star Trek ist eine Mackbahn. Irgendwo anders wäre so, boah, diese Mackbahn ist so geil, ja, ja. Und hier ist so, ja, ja, ist auch wieder nur kacke. Ist das halt Bullshit. Gebt einfach den Park wieder eine Chance. Ich weiß aber auch, dass viele von euch das wirklich schon auch verstehen und einsehen und akzeptieren und das jetzt auch so sehen und auch merken, dass wirklich viel passiert ist und immer noch viel passiert und es wird auch noch viel passieren. Es geht immer weiter und wenn ihr dem Park mehr eine Chance gibt, wenn ihr mehr hier hinkommt, dann kann es auch noch weitergehen, weil dann sind die Zahlen da, um krasser und größer zu werden. Und für mich wäre es halt richtig geil, weil ich fahre nur eine Stunde hier hin und habe hier eine gute Zeit und keine Ahnung. Das ist einfach so meine Meinung dazu. Ich habe inzwischen auch einfach viel Liebe für den Park, vor allem für die Mitarbeiter hier alle, die mega cool sind. Das ist echt ein sehr, sehr cooler Cast, der hier arbeitet. Und die Leute haben auch echt Bock, hier ihren Job zu machen. Und auch sehr viele Leute, die nicht hier unten schuften, sondern oben im Büro sitzen, habe ich viel zu verdanken. Und ganz, ganz großes Special Dankeschön nochmal an Manuel an dieser Stelle. Das muss ich nochmal separat hier hervorheben, der wirklich super viel für uns gemacht hat, dass wir irgendwelche Sachen euch ermöglichen konnten zu sehen, diese ganzen Backstage-Einblicke und der mir auch so außerhalb von Videos viel beigebracht hat einfach, so was in dieser Branche, wie funktioniert und wie das hier alles abläuft und was hier funktioniert. Was ich euch halt auch nicht erzähle, was er euch auch nicht in einem Video erzählt, weil es auch nichts für Videos ist, sondern einfach nur, um mein Wissen, mein Knowledge zu erweitern. Und von daher viel Liebe und Dankeschön an dieser Stelle auch einfach nur an dich dafür. Und ich hoffe, dass viele von euch, die das Video jetzt gucken, dem Park nochmal eine Chance geben und hier vorbeikommen. Und ja, das war's mit meiner Lobhudelei auf den Movie Park und meinem schönen Gerede vom Movie Park. Wem es nicht passt, der muss ja nicht hier hinkommen, aber kann sich auch seine Zeit und Energie sparen und muss hier nicht schlecht reden, denn wir haben mehr Spaß. Hurra, ich bin im Film und Movie Park Germany, Hollywood in Germany. Die ganzen alten Slogan kennt ihr alle noch. Wer Warner sehen will, kann in andere Warner Parks fahren und ansonsten war es das jetzt von mir. Mein Handy fällt aus der Hosentasche. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Brofist, Right Review Video Magazin. Peace.